So, hallo zurück hier zu Kingdom Hearts. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind ja gerade dabei, so ein bisschen die ganzen Karten, die wir angesammelt haben, die Raumkarten mal so ein bisschen zu nutzen bzw. zu verbrauchen. Ich werde jetzt hier mal wieder so einen Schatz nutzen. Ich nehme jetzt einfach mal die Viererkarte, dass wir die einfach alle mal so ein bisschen, ja, eben entsprechend aufbrauchen. Ist jetzt nicht sonderlich sinnvoll, also ne, es bringt uns jetzt hier nicht wirklich weiter. Aber ich werde natürlich dann auch zwischendurch mal wieder ein paar Kämpfe machen, damit wir uns aufleveln, damit wir unsere Kartensets ein bisschen weiter bestücken können, um dann für den nächsten Kampf irgendwann gerüstet zu sein. So, jetzt haben wir hier drei Türmöglichkeiten, das ist ganz cool. Hier brauchen wir eine Fünferkarte. Giftungi oder Fungiraum wollte ich ja eh nochmal machen. Mugri habe ich gar keinen Bock drauf, muss ich sagen. Ich nehme hier einfach nochmal den nächsten. Habe ich ja gar nicht. Dann bewahren wir uns den Raum mal auf für Kämpfen. Wo kamen wir denn jetzt her? Hier, ne? Nee, hä? Doch klar kamen wir daher. Und hier. Ah ja, hier ist unser Speicherpunkt, okay. Dann machen wir den Raum hier einfach mal. Okay, da brauchen wir auch 5. Ja, komm, dann gucken wir uns einfach mal den Fungi-Raum an. Ich habe keine Ahnung, was das ist, was das bedeutet. Es ist leider alles schon ein bisschen zu lange her. Greifen die uns an? Doch, klar, die greifen uns an. Okay. Okay, wir können auch gegen die kämpfen. Waren die nicht die, die sich irgendwie auch in Sachen, also die dann so erstarren? Ah ja, genau. Der hat jetzt diese Schutzhülle. Okay. Okay, der bringt nicht wirklich, oder die bringen nicht wirklich viel Erfahrungspunkte, habe ich so den Eindruck. Wahrscheinlich habe ich hier mehr von dem Raum, dass dieser Raum hier einfach halt so ein paar Punkte bringt oder halt Karten eventuell. Ich meine, hier wird man zumindest nicht angegriffen direkt, wenn man. So, hier kann man die mit anhalten. Okay, ich frage mich, was der Vorteil ist. Ob die besondere Karten eventuell bieten? Ja. Oh, Mist. Voll vergeudet. Erfahrung 6, also die bringen wenig Erfahrung. Die müssen irgendeinen anderen Vorteil haben. Ah, Mist. Ding ist, man heilt die anscheinend auch noch, wenn ich das richtig gesehen habe. Wenn man die dann angreift oder was? Ich müsste mich vielleicht einfach mal schlau machen im Internet, was die Giftungis für einen Mehrwert bieten. Wenn es eben nicht die Erfahrungspunkte sind. Ich meine, man kriegt ein paar Erfahrungspunkte, aber die sind lächerlich gering. Also, die sind jetzt nicht wirklich der Rede wert. So nach Parade, okay. Ah, jetzt kann ich, teilweise kann ich unten sehen, welche Karten die spielen. Oh, da ist wieder, das ist, glaube ich, wieder Schatz, ne? Ja. Den habe ich halt einfach so viele. War hier nicht noch einer? Ja. Wahrscheinlich, wenn ich die irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise besiege, habe ich da wahrscheinlich irgendwie Vorteile von oder so. Ach, jetzt habe ich schon wieder. Oh, da ist noch ein Erfahrungspunkt. Och Mann, gerade.
Nee, nicht den. Den da. Genau, Freeze. Frier, du. Der muss sich mal kurz ausdünsten. Ich meine, die machen ja ganz süße Geräusche. Aber so an sich halt eher so uncoole Gegner. Wenn man das mal so sagen darf. Wir gucken mal, was die Tür hier. 7 oder mehr. Okay, weißer Raum. Ein Raum, mit dem Angriffskarten an Wirkung gewinnen. Ja, komm, wir machen halt einfach hier nochmal so einen Raum. Ich mache auch gleich irgendwann im Laufe des Videos, mache ich auch nochmal wieder ein bisschen mehr Kampf und sowas. Aber jetzt gerade will ich halt eben versuchen, so viele Raumkarten wie möglich einfach mal zu nutzen. Oh, ich muss unbedingt noch einen Mokri-Raum wieder machen, dass ich dem wieder meinen Scheiß verkaufen kann. Also ich bin mal sehr gespannt, ob die weiteren Teile, ob die dann wieder in Anführungsstrichen ein vernünftiges Kampfsystem haben, also so wie wir das vom ersten Teil gewohnt sind, oder ob wir da auch wieder so komische Ach du Scheiße. Obwohl, wenn er gerade da ist, kann ich dem gerade mal ein paar Sachen verkaufen. Nee, hier, nimm meinen Müll. Dann bist du gut genug. So kann ich dem auch den hier, genau, den kann ich verkaufen. Schade, dass ich dem keine Raumkarten verkaufen kann. Das wäre eigentlich ganz cool. Boah, wie viel habe ich denn hiervon? Habe ich irgendwie vorhin vergessen. Oh, ich habe, glaube ich, auch die guten verkauft, aber ist egal. So, tschüss. Okay, den Raum muss ich unbedingt zu einem anderen Raum machen. Beziehungsweise, oh, 9 oder mehr. Oder halt 0. Machen wir einfach nochmal einen Mokri-Raum, ne? War Quatsch, weil es ist ja schon einer. Aber vielleicht kriegen wir ja jetzt, wenn wir dann hier drinnen einkaufen. Ich kann ja mal spaßeshalber einfach mal gleich ein paar Karten kaufen. Ob die dann bessere Werte haben. Ich meine, wir haben ja auch mit mehr Werten diesen Raum. Oder mit einem höheren Raum diesen. Mit einem höheren Wert diesen Raum hier geschaffen. Ich glaube da noch nicht so ganz dran, aber ich versuche es mir einfach, mich schön zu reden. Okay, wir gucken mal, was der Typ hier für uns hat. Hier hast du ein Karten. Achso, ja, wir kriegen ja mal neue Karten, ne? Genau. Ja. So, davon kann ich direkt schon mal ein paar verkaufen, habe ich gesehen. Ich bin halt sehr undankbar. Das, was dein Bruder mir gerade geschenkt hat, das verkaufe ich jetzt direkt an dich. C ist halt auch nicht so wirklich gut. Ja, 1 schon mal gar nicht. 7 weg. So. Okay. So, Moment. Ja, dann nehmen wir halt mal wieder die tollen Angebote hier. Fangen wir mal mit dem letzten an. Okay, da ist eine gute dabei. Da ist keine gute dabei. Da ist auch nur Müll dabei. Auch vergessen. Nur Schmutz. Ja, die 7er Heiltrank oder Supertrank oder was ist es, geht ja vielleicht gerade noch, aber die haben wir jetzt auch schon wieder zweimal. Oh, eine 9er, das ist gut. Die 9er können wir auf jeden Fall behalten.
4, 2, 1. Auch alles wieder Schmutz. Und wieder unten an. Hat sich da wirklich jemand irgendwas bei gedacht bei diesem System? Ich meine, so oft wie wir jetzt Zweierkarten und so weiter bekommen. Klar, man kann die, wie gesagt, miteinander irgendwie aufwerten, aber jetzt mal ernsthaft. Wenn jemand von euch das Spiel spielt oder gespielt hat, meine ich, habt ihr dann wirklich diese Kombination, die man da machen kann und so weiter, habt ihr das wirklich aktiv genutzt? Also ich kann ja auch, wenn ich ein Level aufsteige, kann ich ja auch immer noch mal eine besondere Attacke oder wie sich das dann nennt, lernen. Das habe ich kein einziges, oder vielleicht einmal, glaube ich, gemacht, wenn ich mich erinnere. Also ich kann mich da jetzt nicht mal mehr bewusst dran erinnern. Was aber bei mir nichts heißen muss. Aber ist für mich überhaupt nicht attraktiv. Also es ist überhaupt nicht gut umgesetzt in meinen Augen. Also, wie gesagt, es mag ja Leute geben, für die das vielleicht total passt. Dieses Kampfsystem, die das total abfeiern. Ich finde es furchtbar. So. Weg. Oh, ich drücke immer zu schnell. Oh, ja, egal. Die 9er behalten wir mal. Weil das Schwert an sich selber nicht so stark ist. Das hat nur C. Wahrscheinlich müsste man da auch viel mehr drauf achten, was das für eine, ich sag mal, für eine Kraft oder so hat, aber. Boah, wie viel Feuer wir gekriegt haben. Also, das war bei dem ersten Teil wesentlich schöner. Schöner gemacht. Da hat es auch Spaß gemacht. Da hat man, ne? Aber gut, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube, es ist bei euch angekommen, dass ich dieses System hier nicht so cool finde. So, das war jetzt aber für diese Folge auch der letzte Mogri-Raum. Ich habe da nämlich gerade keinen Bock mehr drauf. Ich frage mich auch, warum die hier manchmal zweimal angezeigt werden. Ich meine, wir haben ja den Simba. Okay, den ist gerade vielleicht nicht, aber wir haben ja manchmal Karten hier doppelt in der Übersicht. Hat ja wahrscheinlich auch irgendwie seine Gründe, die ich halt einfach, ja, nicht verstehe. Oh, wie viel von diesem Heiltrank haben wir gekriegt? So. Und wie gesagt, es gibt ganz viele, die ich überhaupt nicht nutze. So, der Raum hier ist dann auch hinfällig. Gucken, was wir noch so haben. Schnaufpause brauchen wir halt nicht. Stunde des Chemikers. Raum der Begegnung. Ja, egal. Wir machen es einfach mal. Ich meine, dann haben wir zumindest mal ein paar Kämpfe. Ist ja auch immer vielleicht interessant, mal zu sehen, wie unterschiedlich die Räume dann auch aussehen. Also ich sehe ja meistens noch ein bisschen mehr als ihr. Also kann ich euch das mal zeigen hier mit dem Kürbis, was ich, glaube ich, in der letzten Folge sagte. So, den habe ich jetzt abgedonnert und der müsste jetzt am Anfang des Kampfes, müssten die, achte mal oben rechts auf die Leiste, genau, die haben jetzt schon die Hälfte der Kraft nur. Das ist natürlich praktisch. Und hier sind auch wieder meine verhassten Blumen, ey. Also an sich mag ich ja Blumen, aber nicht hier in dem Spiel. Kartenstich, ja. Ja, toll, das war voll ins Nichts. Wobei ich sagen muss, die Blumen waren in dem ersten Teil dann doch tatsächlich ein bisschen fieser. Friedlicher Schatz haben wir schon wieder. Da waren die, ja, da haben die wesentlich häufiger mal so rumgeschossen. Oh, jetzt konnte ich die Kugel nicht einsammeln. Ich meine, da ist es jetzt nicht so dramatisch. Am fiesesten ist es, wenn du eine Karte bekommst.
und der Gegner dich dann in dem Moment angreift und du kannst die dann nicht mehr einsammeln. Das haben wir auch schon ein paar Mal gehabt. Meine ich auch zusammen. So, du darfst erfrieren. So. Der ist auch hinüber. Och, nö. Ich glaube, die Mogri-Räume, die lösche ich auch einfach. Genau so, das meinte ich. Wenn der mich jetzt angegriffen hätte und ich hätte... Oh gut, die Karte ist jetzt auch nicht so sonderlich. Oh, hoch. Oh, was sind das denn für witzige... Oh, ja, seht ihr, jetzt kann ich die restlichen Mogri-Punkte zum Beispiel auch nicht einsammeln. Ich bin da jetzt nicht so sonderlich böse drum, weil, wie gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass wir da wirklich sehr von profitieren, aber... Also hinter meinem Kampfsystem steckt kein System. Das ist einfach hauptsächlich Hau drauf, Technik und zwischendurch mal ein bisschen rumspringen. Damit zumindest... Oder damit ich nicht immer direkt von den Leuten angegriffen werde. Also von den Leuten vor allen Dingen. Ach Mann, jetzt stecke ich hier in so einer blöden Situation. Aber die bringen ja wenigstens hier Punkte. Ne, nächste Stufe 498, das ist gar nicht mal mehr so viel. So, Blümchen. Anhaltende Betäubung. Ah, hier, wow, okay, das war ja witzig. Oh, upsi. Also ich glaube, so einen Raum hatte ich hier in diesem Land, also in dieser Welt auch noch nicht. Je nachdem, wo man sich halt aufhält, sehen die entsprechenden Räume dann ja auch nochmal anders aus. Also wir können auch gerne das auch nochmal in einem anderen Bereich machen. Das Ding ist halt, dass jetzt hier die Gegner mit am stärksten sind. Das heißt, hier bekomme ich jetzt auch wirklich am meisten Erfahrungspunkte, wenn ich die Gegner hier töte. Meine ich zumindest. Bin mir nicht ganz sicher. So, du kannst mal weg. Dann nehme ich die Blume hier. Oh, das war blöd. Oh, wow. Eine Dreierkarte hat hier gereicht. Oh, habt ihr gesehen? Da ist jetzt die, da sind die Erfahrungspunkte einfach mal verschwunden. Und das ist halt... echt richtig widerlich. Also, es ist widerlich. Widerlich ist jetzt auch ein falscher Ausdruck, aber das ist halt richtig ärgerlich. So, wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Ich lösche jetzt hier diese Mogri-Dinger. Weg damit. Wir behalten mal die zwei. Die sind halt einfach so schäbig. Nein, nicht töten. Ich mag es eigentlich, wenn so verschiedene Gegnertypen da sind. Ich meine, es ist zwar natürlich immer ein bisschen schwerer. Ah, wir haben einen Stufenanstieg. Sehr gut. Aber so generell ist es halt schon ein bisschen abwechslungsreicher, logischerweise. Was ich halt echt schade finde und was ich wirklich vermisse im Vergleich zu dem vorigen Teil, dass man eben mit seinen Kollegen hier nicht mehr so am Kämpfen ist. Man hat jetzt nur noch diese Karten, wo man die halt manchmal mitrufen kann. Aber wenn die halt schlechte Werte haben, dann ist es halt ganz oft so, dass die halt einfach dann auch nicht erscheinen oder dass man die zwar ruft, aber dass dann wieder so ein Kartenstich dann hier passiert. Und... Oh, jetzt habe ich den... Och Mann, Blume, nerv mich doch nicht. Ich will jetzt erstmal Dena, genau, töten. Eigentlich versuche ich immer zuerst die Blumen. Oh, das hasse ich. Dass wir immer die Mogri-Punkte hier abnehmen. So, einen haben wir. Die lassen sich eigentlich am besten mit Magie töten. Komm, wir nehmen mal Goofy. So.
Das ist halt schade. Die sind immer nur so ganz kurz da und nicht wie früher. So. Ich nehme noch mal ein bisschen Vitalität. So. Und als nächstes nehmen wir dann natürlich wieder Kartenpunkte. Oh, hier haben wir sogar mal eine Karte. Heiltrank. 7. Ja, es geht. Oh, hoch. Ich war fälschlicherweise davon ausgegangen, dass wir den Kürbis mit hochnehmen können, indem wir mit dem Kürbis springen. War natürlich völliger Quatsch, dass das möglich ist. Das hätte ich mir natürlich auch denken können. Oh, diese Fliegegegner, die sind halt super fies. Oh, wow. Das ist selten, dass man die fliegen, mit einer Feuer- oder mit einer Eisattacke trifft. Zumindest. Ja, das meine ich nämlich, ne? Die erscheinen dann oder sind kurz vorm Erscheinen und dann. Huch! Und dann wird man halt von einem Gegner gestochen. Ja. Sehr gut. Der Donald ist halt somit der hilfreichste, muss ich sagen. Okay, der hat auch die Heilung wieder mit nachgestockt. Das wollte ich nämlich wissen, dass dieser Heiltrank auch den Dings wieder, weil wenn ich nur den einen Trank habe, dann stockt der die Heilungskarte zum Beispiel nicht mit auf. Oh, ich wollte eigentlich den Typen treffen. Habe ich ja im Endeffekt dann auch. So, jetzt gehe ich erstmal hier auf die Blumen. So, erste Blume schon mal tot. Die muss man sich eigentlich möglichst als erstes aus dem Weg schaffen, weil die einen halt ständig irgendwie abdonnern. Wow, das machen wir wieder. Also bis jetzt ein ganz schöner Kampf eigentlich, außer das jetzt ist halt blöd. Wow, huch, der ist ja noch gar nicht tot. Ich dachte, den hätte ich jetzt... Sehr gut, Donald. Und wir haben wieder so eine... Ah nee, ich dachte, das wäre wieder dieser dunkle Raum, aber ist nicht. So, Mokri-Punkte, die wir so schätzen und lieben. Ist hier noch was? Hatte ich schon, ne? Na gut, da unten ist nur der weiterführende Raum, da ist kein Raum, ne? Dann gehen wir mal wieder zurück. Und machen hier direkt den nächsten. Beziehungsweise ich würde nochmal ganz schnell, weil diesen Raum brauchen wir in dem Sinne eigentlich auch nicht mehr, einmal zu dem Raum, wo wir speichern können, zurück. Wo sind wir hierher gekommen? Wahrscheinlich da unten. Ach, das wäre der Fungi-Raum, genau. Den brauchen wir auch nicht mehr. Weil die leeren Kisten, die bringen uns halt nichts, ne? Die sind... Hä? Oha, das wollte ich gar nicht. Aber okay. Können wir auch mal machen. Dann können wir auch gerade mal speichern. Wir haben ja jetzt einen Stufenanstieg gehabt. Das wollte ich gar nicht. Aber dann können wir ja auch gerade mal... Wobei, nee, wir bleiben mal da, weil wir müssen ja da auch im Endeffekt dann weitermachen. Wir können ja mal... hier... Machen wir mal... Was haben wir denn hier? 4 oder höher? Hm. Komm, wir machen hier nochmal so einen Schatz auf jeden Fall. Dass wir die nochmal eben loswerden. Wenn wir da, wie gesagt, eigentlich nicht wirklich viel von haben. Und dann gucken wir einfach mal,
was denn jetzt theoretisch oder halt auch praktisch, was da jetzt als nächstes kommt, wenn man die Geschichte jetzt weiterspielt. Die grünen Blobbles brauche ich jetzt in dem Moment halt nicht. Die roten halt, ne? Wobei, wie gesagt, Mokri-Punkte auch völlig überbewertet sind. Ich jetzt mal auf die Karte gucke. Da ist halt... Ja, der Raum, der... Ein zweiter führt. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt einfach mal. Oha. Eine Karte mit dem Wert 3. Ach komm, dann nehmen wir hier gerade mal unsere verhassten Mokri-Karten. Eine Karte mit dem Wert 4. Ah, wir müssen genau 4. Okay. Welche sind denn noch scheiße? Roulette-Bonus. Dösen. Hä? So, warte mal, hier fängt es an. 4 harmlose. Ja, komm, machen wir die. Oder haben wir irgendwo von 2 Vieren? Haben wir eine. Haben wir auch eine. Nee. Und hier finden wir keine 5, ne? Das finde ich halt echt nervig. Ich mache dieses Roulette. Wobei... Nee, wir machen die dösende. Das ist oder harmlose Dunkelheit. So, und dann die Dingskarte. Warum leuchtet mein Handy jetzt? Darf ich euch Dr. Finkelstein vorstellen? Oh, Moment mal, ich muss mal ganz kurz husten. Kleinen Moment. Ich habe mir blöderweise hier kein Wasser hingestellt. Es steht ungefähr 3 Meter von mir entfernt auf meinem Nachttisch. Ich hol's mir aber dann gleich. So, also, darf ich euch Dr. Finkelstein vorstellen? Das weltgrößte Genie. Genie. Oh ja, vielleicht bin ich ja zu clever. Ich fürchte, ich habe etwas Schreckliches erschaffen. Was denn? Naja, ihr habt euch schon mal... Achso, naja, habt ihr euch schon mal Gedanken über wahre Erinnerungen gemacht? Wie meinen... Weißt du, mein Junge, unsere Herzen sind voller Erinnerungen, aber nicht alle entsprechen der Wahrheit. Das Herz ist kein Aufnahmegerät. Selbst wichtige Erinnerungen wandeln sich mit der Zeit. Sie verzerren, schwinden und hinterlassen einen Schatten dessen, woran wir uns erinnern möchten. Ist es etwa das, was mir gerade passiert? Das passiert jedem. Manche Erinnerungen werden hässlich, andere umso schöner. Wenn wir unsere wahren Erinnerungen finden würden, wäre die Welt völlig anders. Ich habe einen Trank aus Vergissmeinnig gebraut, der unsere wahren Erinnerungen zurückholt. Was hat der für einen ekligen Mund? Hat es geklappt? Nun, genau das ist ja das Problem. Als der Doktor an dem Trank geschnuppert hat, tauchten überall Herzlose auf. Oje, klingt nach einem gescheiterten Experiment. Nein, ich mache keine Fehler. Ich muss den Trank nochmal prüfen, um zu sehen, was falsch gelaufen ist. Und tschüss. Sieht lecker aus. Aber leider ist er weg. Achso. Hat ihn etwa jemand geklaut? Das war sicher Sally. Jack, du musst sie finden und mir meinen Trank wiederbringen. Mache ich. Kann ich mit? Wozu? Ich möchte mehr über diese wahren Erinnerungen erfahren, von denen der Doktor sprach. Super, machen wir uns auf die Suche nach Sally. Schlüssel der Fügung. Ach so, ja, ich habe ganz vergessen, dass ja die... dass der Bosskampf ja noch gar nicht stattfindet. Naja, umso besser, dann können wir halt hier noch ein bisschen... warte mal, haben wir hier nochmal eine Kiste? Mindestwert... Ja, komm, machen wir nochmal eine Kiste hier auf. Damit ich die Folge noch voll bekomme, wobei ich muss jetzt ja nicht zwingend 30 Minuten glatt machen, aber... Jo, direkt was wieder für den Mokri, ey. Der nimmt ja alles. So,
So, noch eine Karte, auch was für Mogri wahrscheinlich. Jo, alles klar. Okay, dann müssen wir die Herztür, genau, das hatte ich schon wieder vergessen. Und die Geschichte, ich habe jetzt gar nicht drüber nachgedacht, als ich angefangen bin zu spielen. Aber stimmt, es war ja so, dass wir unsere Erinnerungen verloren haben, zum Teil. Und ja, jetzt im Prinzip wieder irgendwie diese zurückerlangen müssen. Ah, hier ist endlich mein Speicherraum, sehr gut. Dann speichere ich gerade nochmal hier und beende auch die Folge. Ich werde jetzt nämlich auch gleich erstmal mir was zu essen machen. Es ist nämlich schon 7:15. Und heute darf nicht alles so spät werden, weil morgen früh zwischen 8 und 10 kommt ein Lieferservice für ein Sideboard, was ich mir bestellt habe. Da will ich natürlich dann fit sein. Und ja, wenn das dann zu spät mit dem Essen, ihr kennt es wahrscheinlich, dann ja, geht man halt eben auch zu spät ins Bett und keine Ahnung. Und man kann nicht so schnell schlafen, weil man ist so müde, sag ich jetzt, beziehungsweise so vollgefressen und dann kommt man nicht in Schlaf. Deswegen, ja, ich guck gerade nochmal eben. Nee, hier ist sonst nichts mehr. Gut, dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns hier beim nächsten Mal wiedersehen bei Kingdom Hearts. Macht's gut bis dahin und ciao!